Hallo und Servus hier südlich von Freiburg. Wir haben gerade schon überlegt, ja, was sagen wir jetzt, wo wir genau sind. Wir machen heute unsere Generalprobentour von letztem Jahr. Und zwar ziemlich genau vor 11 Monaten sind wir auf dem Belchen gewandert. Und das war unsere letzte Wanderung vor unserer großen München-Venedig-Tour. Und auch die Generalprobe für meinen Fuß. Falls ihr unsere München-Venedig-Doku angeschaut habt, erinnert euch bestimmt daran, dass ich am Anfang einige Probleme mit meiner Achillessehne hatte. Der Belchensteig war dort mein letzter Test sozusagen für den Fuß, ob er Wanderungen überhaupt standhält. Ja, wir sind, glaube ich, am Wochenende vorher los mit Freunden, mit Erik und Selina. Hallo! Und ich glaube, das war dort 15 Kilometer mit 1000 Meter hoch und 1000 Meter runter. Auch mit ihren neuen Wanderschuhen. Das war ja die Geschichte, dass Lena sich Wanderschuhe gekauft hatte, hatte eigentlich ein gutes Gefühl. Und dann sind wir auf eine 2-tägige Wandertour auf den Feldberg hoch. Und ja, schon so nach 15 Kilometer hattest du extreme Probleme mit der Ferse. Und wie es dann halt so war dort, musste sie am zweiten Tag trotz den Schmerzen trotzdem weiterlaufen. Wie sollen wir anders den Berg runterkommen? Ja, vor allem ans Auto. Und Lena hat halt schon die Zähne zusammengebissen. Das war mir dort nicht so bewusst. Sonst hätten wir wahrscheinlich eine andere Lösung irgendwo gefunden. Aber ja, wir mussten einfach wieder zurück ans Auto. Und was kam dann raus? Eine Achillessehnenentzündung. Ja. Mit der Diagnose, dass du wie lange nicht deinen Fuß belasten darfst? 4 bis 6 Wochen. 4 bis 6 Wochen und das 6,5 Wochen vor dem geplanten Tourstart Richtung München. Jupsbotschaft sozusagen. Ja, die Tour auf den Feldberg hoch haben wir auch schon filmisch festgehalten. Da möchte ich euch jetzt heute ein paar Ausschnitte davon zeigen. Im Juni 2020 haben wir uns auf den Weg gemacht in Richtung Schluchsee. Dort an einem Parkplatz das Auto abgestellt und sind einfach mal losgelaufen. Vielleicht war es damals schon ein Wink des Schicksals, dass das Wetter nicht so ganz mitspielte und es schon am ersten Tag heftig regnete. Uns hielt das nicht ab und so erreichten wir nach 22 Kilometern etwas erschöpft, aber glücklich und vor allem feucht und durchnässt die Hütte. Es war unsere erste Hütte, in der wir übernachtet haben, nachdem wir gewandert sind, und eine ganz besondere Erfahrung. Am nächsten Tag sind wir in Richtung Feldberg gelaufen, den Feldberg hoch, vorbei an etlichen Tagestouristen. Und leider sind sämtliche Drohnenaufnahmen, die ich dort gemacht habe, durch einen Kartenfehler zerstört worden. Auch wenn es nur eine 2-Tages-Wanderung gewesen ist, waren Erleichterung und Zufriedenheit mit der eigenen Leistung groß. Aber genug in Erinnerungen geschwelgt, wir wollen euch heute einen der schönsten Berge im Schwarzwald zeigen, den Belchen. Nicht der Feldberg auch wunderschön, aber Belchen, die Aussicht dort ist noch mal ein bisschen schöner. Hier im Hintergrund seht ihr jetzt den Feldberg. Wir haben es jetzt, glaube ich, auch geschafft auf den Belchen. Feldberg 1500 Meter, Belchen liegt so bei 1420, wenn ich richtig gelesen habe. Aber die schöneren Aussichten gibt es hier oben.
Da das Plateau des Bällchen nahezu baumfrei ist, hat man in sämtliche Richtungen wunderbare Ausblicke. Sei es in Richtung Hornisgrinde, den vor Gesen, den Jura und bei sehr gutem Wetter, welches wir natürlich nicht haben, die Alpen. Von der Zugspitze bis zum Mont Blanc. Wunderbar zur Einkehr bietet sich das leider etwas in die Jahre gekommene Bällchenhaus an. Schon von dort, am Rande des Plateaus, hat man eine wunderbare Aussicht. Und es liegt direkt an der Seilbahn. Anhand des Bällchens sieht man, wie lange es 2021 noch ziemlich kalt war. Vereinzelt sind hier und da große Schneeplatten zu sehen. Und das Ende Mai. Was viele nicht wissen, und wir haben es auch nur durch eine Dokumentation im Fernsehen erfahren, es gibt drei Bällchen. Einer in Deutschland, einer in der Schweiz und einer in Frankreich. Zusammen bilden sie das sogenannte Bällchendreieck. Hier oben auf dem Bällchen waren wir jetzt relativ lange, ich schätze so fast eine Dreiviertelstunde. Für uns ziemlich außergewöhnlich, eine so lange Pause, aber ich habe immer mal wieder gewartet darauf, dass sich die Wolken ein bisschen von der Sonne verziehen. Beim Drohnefliegen ist mir das jetzt auch ein bisschen gelungen, mal ein bisschen Sonne einzufangen. Wie ihr gesehen habt, ist hier relativ viel los, aber klar, nach 3-4 Wochen schlechtem Wetter, das erste schöne Wochenende, da gehen die Leute raus auf den Bällchen. Zu Recht? Ja. Also wirklich eine mega beeindruckende Aussicht, egal auf welche Seite man runter guckt. Hier jetzt in Richtung Vogesen oder in Richtung Hochschwarzwald. Wahnsinn. Empfehlenswert, Bällchen. Der Grund, warum hier oben so viel los ist. Auch perfekt für Menschen, die hier nicht hochwandern wollen. Ich meine, es war schon ein bisschen anstrengend. Oder man fährt eine Strecke hoch und läuft runter oder umgekehrt. Dafür ist es schon auch gut. Sonne. Und weiter geht's wieder den Berg runter. Der Weg kreuzt sich immer mal wieder mit der Seilbahn. Ab und zu gibt es herrliche Aussichten, doch größtenteils geht es durch den Wald. Es ist sehr ruhig. Wir treffen nur wenige andere Wanderer. Auch wenn der Schwarzwald nicht die spektakulärsten Aussichten bietet, er strahlt eine Ruhe und einfache Schönheit aus. Für uns bedeutet er Heimat. Bevor wir vergessen es zu sagen, der Lieblingssatz aller YouTuber. Nicht vergessen, Daumen nach oben. Und Abo dalassen. Ja. Wenn nicht schon geschehen. Das Abo ist vor allem auch wichtig, damit ihr unsere zukünftigen Videos seht. Wir werden jetzt im Sommer die ein oder andere Wanderung auch wieder in den Alpen machen. Und später im Jahr haben wir vor, wenn es irgendwie geht, Richtung Südostasien oder auf jeden Fall weiter in die Ferne wieder zu reisen. Natürlich auch mit Kamera und allem drum und dran. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, wie gesagt, Abo. Ich weiß jetzt nicht genau, wie sich das hier nennt, aber was für ein traumhafter Ort. Da oben kleines Häuschen,
Hier kleiner See mit einer Bank. Perfekt, um Pause zu machen. Lena ist ganz da oben. Die wartet auf mich. Ich muss die herunter ein Bild machen. Was gibt Schöneres als glückliche Tiere? Wir sind jetzt noch richtig unnötig den Berg runter über Wieden und dann wieder den Berg hoch gelaufen. Schöne Anstrengung zum Schluss. Ich blende euch hier wieder die Strecke ein. Die GPS-Koordinaten könnt ihr unten in der Videobeschreibung runterladen. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video in den Alpen und schauen, wo es hingeht. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.